bin der Tom, 32 Jahre alt, komme aus Rötgen. Wir haben hier einen Audi F103, 72 PS, von 1968. Das Besondere an meinem Auto ist der Seltenheitswert von dem Fahrzeug. Von diesem Modell sind aktuell nur 7 in Deutschland zugelassen und halt auch das ganze Aussehen von dem Fahrzeug, dass er halt so schön geradlinig daherkommt. Das Auto war schon immer ein Traum von mir. Ich habe den damals einmal gesehen, habe mich dann sofort in den Wagen verliebt. Ich finde die Front sehr, sehr geil bei dem Auto. Finde die ganze Haptik hier innen drin super toll. Man hat einfach ein unwahrscheinlich schönes Fahrgefühl mit dem Auto. Ich bin hingegangen und habe Schweißarbeiten erledigt an dem Fahrzeug, habe dem neue Fenster eingesetzt, neue Dichtungen verpasst, weil es ins Fahrzeug reinregnete, habe den ganzen Motor revidiert und habe danach geguckt, dass der Motor vernünftig läuft und auch richtig eingestellt ist. Weil ich gerne tiefe Autos fahre, dieses Auto hier mit normalen Komponenten nicht tiefer zu legen war, bin ich dann hingegangen, habe hinten die ganze Achse neu konstruiert mit Originalteilen und habe ihm dann halt Hijackers verbaut aus Amerika, wo man halt den Wagen dann mit den originalen Drehstabfedern unterstützt und dann auch tiefer legen kann. Und das Fahrgefühl bleibt trotzdem das gleiche wie vorher auch. Und das war mir halt wichtig, damit man weiterhin noch mit dem Fahrzeug vernünftig cruisen kann. Also jeder guckt einem eigentlich hinterher und man erntet halt auch mal ziemlich viele Däumchen am Straßenrand. Und das ist halt das Tolle, mit dem Auto zu fahren. Ein normales Auto von heute, wenn man da einsteigt, da ist man einfach, man sitzt in dem Auto, natürlich fühlt man sich auch wohl, aber es ist immer ein gewisses stressiges Fahrverhalten, weil man auch weiß, man kann mit so einem Auto schnell Gas geben. Dieses Auto hier fährt maximal 140, aber bei 140 vibriert schon das Lenkrad. Das heißt, mehr als 120 möchte man nicht fahren, weil man das Gefühl hat, man rast dem Tode entgegen. Und dieses Auto ist einfach nur zum Cruisen da. Ein Oldtimer hat halt noch nicht viel Schnickschnack. Hier setzt man sich rein. Dieser Wagen hier, der hat noch keine Anschnallgurte und gar nichts, noch keine Assistenzsysteme. Also hier fährt man wirklich noch das Auto oder hier fährt der Fahrer das Auto noch selber. Wenn ich mir das angucke, wie wenig Platz man früher gebraucht hat und wie groß die Autos heute sind. Natürlich ist das dem auch geschuldet, dass die ganzen Autos heute auch sicherer gemacht werden. Aber wenn man sich anguckt, wie schmal dieser Wagen hier ist und die Platzverhältnisse trotzdem sind wie in einem neuen Auto und auch im Kofferraum wahnsinnig viel Platz, ist es einfach toll.